Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kozaks Back to War. Es ist schon wieder 2 Wochen her und falls ihr gedacht habt, dass das Label wieder stillgelegt. Nein, ich hatte ein bisschen Stress gehabt und bin momentan wieder am Folgen vorproduzieren. Deswegen, wir legen direkt los. Wir gehen in Einzelspieler rein, akzeptieren das Ganze, was hier steht, gehen auf Einzelmissionen. So, wir gucken mal. Also, wir hatten Befragung des Generals erledigt gehabt, das weiß ich noch. Dann Meuterei war das nächste, das war die zweite Karte. Jetzt gehen wir auf die Insel des Sultans. Worum geht's denn hier genau? Also, diese Mission ist der Kampf gegen die Türkei und Algerien, die ein militärisches Bündnis gebildet haben, um Russland zu vernichten. Das verbündete Heer wird zum türkischen Sultan geführt, der auf einer Insel im Schwarzen Meer den Befehl erteilt hat, Russland zu überfallen. Der russische Zar hat gleich den Befehl zur Mobilmachung der russischen Truppen erteilt und sie als Armeebefehlshaber ernannt. Ihre Aufgabe ist es nun, ihre Arbeit zu befreien, den türkischen Soldaten den türkischen Sultan zu vernichten, nachdem die Flotte gebaut worden ist. Ja, also da oben, ne, links, Kartenfoto, da oben in der Ecke ist die Insel, da müssen wir hin. Wir sind oben rechts und das sind 2 Wege, die hinführen. Wir starten. So. Da sind meine Truppen hier. Sie müssen das Bündnis zwischen der Türkei und Algerien verschlagen. Dazu müssen sie den Befehlshaber der Allianz, den türkischen Sultan, Orange, eliminieren. Er befindet sich auf der Insel westlich von ihnen. Alles klar. Das schaffen wir doch. Hier oben. Fangen wir mal hier an. So. Alles mal dahin verwissen. So, ihr hier baut hier die. Baut ihr noch ein Lagerhaus, sicher, kann man mal dahin, aber im Prinzip, die bauen noch, ach komm, da eine Mühle hin. Machen wir Nahrung nach oben direkt hier, dann machen wir den hier hin. Hier ist ein Kanonenturm, kann man direkt mit Schaden, machen wir einen hier hin. Hier pflanzt ein bisschen Feld hier an, ist nicht viel, aber gut. So, dann geht's weiter hier oben in die Kohlemine mit euch. Die 5 gehen in die Eisenmine hier. Ihr hier baut mal ein paar Kasernen auf, und zwar hier, hier. Leider können ihre Bauern keine Schiffswerften bauen, deswegen müssen sie die gefangenen Arbeiter befreien, die sich in einem der Forts im Südwesten befinden. Sie können Werften bauen. Seien sie aber vorsichtig, denn wenn die Gefangenen ums Leben kommen, erreichen sie nicht die Insel, auf der sich der türkische Sultan befindet. Das würde die Niederlage bedeuten. Alles klar. So, zur Kaserne. Direkt mal hier loslegen. Stall dazu. Wenn ich zu tun habe, baut ihr mal auch hier auch Spaß. Da ein Wohnhaus so hin. Und ihr macht eine Akademie. Ja, nee. Hier, Markt. Baut einen Markt dahin. Dann produzieren die direkt mal 10, 15, 20 Leute. Der Weg nach von Norden nach Süden ist durch Türken blockiert. Sie wissen von ihnen und schicken ihnen Soldaten entgegen. Zerstören sie ihre Posten südlich von ihnen. Der Weg nach Südwesten wird von türkischen Schiffen überwacht. Um sie aufzuhalten, müssen die Schiffswerften auf der Insel des Sultans westlich von ihnen vernichtet werden. Zunächst müssen sie jedoch ihre Schiffswerft bauen. Ja, das ist mir klar. Ich stimme mal mit den 10 Mann der Kommission darüber. Wir müssen aber mit der Belagerungstruppe rüber erstmal vorher. So, das Ding steht, wunderbar. Haben wir irgendwo eine Goldmine? Das Eisen. Immerhin etwas, naja. Wir machen mal hier so aus dem Teil gerade da oben hin. So. So, ihr geht. Ne, ihr baut noch ein Rathaus vor ihr hin. Jetzt, das sind da auch wieder völlig unnötig irgendwie. So, ihr habt das gebracht. Ah, jetzt auch, hier ist eine Mine, gut. Gut, dass ihr Bescheid wisst, Freunde, ihr wisst Bescheid. Da kommt gleich mal hier aus dem Teil hin. So, jetzt mit euch ab hier. Hier gibt's hier, ne? Farm. Smoke Weed Everyday und so. So, die Akademie. Guck mal. Hier in der Ecke irgendwo da. Mitten in den Wald rein. Da produziert ihr noch ein paar Truppen. Wir holen uns hier eine Menge an Bauern, nochmal 60 Stück. So, die erste Truppe hier, die geht mal Holz farmen.
die da jetzt hier rauskommen, die gehen Steine farmen. Schnapper hier rüber. So. Euch unten. Da haben wir hier direkt Besucher. Was gibt's denn jetzt? Guckt jetzt mal an. Ich glaube, den hackt's. Perfekt. Habt ihr gut gemacht. Hier ist Eisen. Dann müssen wir direkt ausnutzen. So. Erstmal direkt ein Gebäude bewachen. Hier, da gehen 5 hin. Ich befürchte, wir müssen uns ein bisschen beeilen. So. So, 5, 6, 7. Die gehen dahin. Oh, Leute, zum Minen doch ein paar Leute hier oben zum Ernten machen. Dann ein paar hier die Schmiede und das Lagerhaus. Hier oben. Da in die Ecke gehen noch ein paar. Von euch hier brauche ich 4, die sich um da oben die kümmern. Diese 4, die machen hier die Akademie. Die nächsten 5, die gehen hier oben zur Kohlemine und dem Markt. Und die paar hier passen hier auf. So. Dann haben wir mit denen erstmal hier eine kleine Basis. Scheint zumindest mal safe zu sein vorerst. Die gehen da farmen. So, ihr zwei geht da oben Feld farmen. Dann machen wir hier Kornfeldbehandlung verbessern. Hier in der Akademie machen wir noch Saatkapazität hoch. Dann nehmen wir euch hier und schmeißen euch mal, ich sage eine Kohlemine gleich rein, aber erstmal mal hier oben auf Feld. Wir nehmen mal die Holzgewinnung. Nehmen wir hier noch 10, 15. So. Der Porsche ist ein Diplomatie-Zentrum. Ah, können wir bauen. Perfekt hier hin. Und am besten noch ein paar Kanonentürme nach unten. Hier ist ein Eisenader. Wir brauchen Gold. Die Türme kosten Gold. Beziehungsweise Gold hier runter. Hier noch ein Lagerhaus hin für. Das ist natürlich super. Mal so. So, die passen mal gerade auf. So, die brauchen wir eigentlich höher. Dann euch hier Steine farmen. Euch, ihr macht genau dasselbe. Dann lassen wir einen von den beiden Trupps, lassen wir hier stehen zum Wachen. Das war den da. Dann geht der hier hin. Wir brauchen Gold. Ist hier irgendwo Gold? Da ist wieder Kohle, Eisen. Da kommen wieder welche. Alter, könnt ihr mal aufhören zu nerven? Los! Stirb! Dankeschön! Was haben Sie Gute gemacht? Wir könnten hier eine Mauer drum herum bauen, aber das wäre glaube ich zu aufwendig eigentlich. So, neuen Bauern, mit denen können wir ja... Warte, Sekunde, machen wir gerade erstmal jetzt hier. Feld ist diverse Agriculturhilfen erstellen. So, dann hier gehen wir mal auf Gebäudebauzeit. Kohle sieht was ganz gut aus oben. Passt. Gold geht nur nach unten, das ist scheiße. Steinbauffizienz 300%, muss noch dazu. Dann noch ein paar Bauern, die hier rumstehen. Kommt. Euch nehme ich mit. Alle untätigen Ansehen 16. Oh oh. Falsche Richtung. Das war eine gute Idee, die da.
erledigt. Stellung halten. Stell ich mal hier hin. Die stelle ich mal hier hin. So. Zum 16 ins Feld geschickt. Natürlich von Vorteil irgendwie, aber auch nicht. Die brauchen noch Gold. Komm, ziehen wir direkt mal hier unten die 13 ab. So, dann nehme ich euch mit hier. Den meinetwegen auch noch. So, ihr braucht mir noch neue von den, wie heißen die? Trilleten? Die skillen wir noch gleich nach oben. Und die scheinen effektiv zu sein, die da erstmal in der Runde. So, gucken wir mal, ist hier irgendwo Gold? Hier haben wir Kohle. Da kommt so ein cooles Trüppchen schon wieder. Aber hier haben wir Gold. Haben wir nur eine Gold hier? So unfair. Da ist noch eins. Super. Der ist gut. Gehen wir von hier oben nach unten. Einfach so ein typische Quarrücken. So, nehmen wir. Alter, ist noch eine Goldmine, Alter, geil. Geil. So, auf die da oben. Dann ziehen wir die Fernkämpfe nach oben zurück. Dann ziehen wir von denen hier welche zur Mine rüber. Einmal sind der da. Und von denen die drei, die gehen da oben zu anderen. Wir hätten weiter links aufbauen sollen, glaube ich. Bin mir da unsicher, aber. Ich sehe auch da cool auf der Minimap, aber da kannst du nichts sagen. Komm her. Da trauen die sich nicht. Da trauen die sich nicht. So, jetzt mit euch. Was für Schwachköpfe. So. Neue Befestigung erforschen. Machen wir direkt mal. Dann können wir nämlich die Türme nach oben forschen. Oder? Ne, können wir nicht. Bett. 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 Ne. Alter. Die Minen werden gefickt. Ich glaube, wir haben ein Problem gerade. Plan B. Wir müssen so schnell es geht aus dem Meer rauskommen. So schnell es geht aus dem Meer raus. Aber ich speichere mal gerade hier Sekunde F12. Wir speichern Mission 3. So. Unsere Minen sind am Arsch. So, die scannen wir jetzt aus. Wir brauchen aber noch mehr Gold. Mal gucken, was ist denn hier auf dem Weg? Der Weg führt hier entlang. Okay, der geht hier runter. Alter, wo führt denn der Weg hier hin? Wo sind die eingesperrt? Hier irgendwo oder was?
der echt so weit unten weggesperrt? Alter, so unfair. Wie mies ist das denn? Die schönen Goldminen. Scheiße. Forschen mal hier aus, dann Kavallerie, Gebäudeverteidigung machen wir. Hier gehen wir mal auf Feuerrate, gehen wir hoch. Probieren jetzt mal die Runde mit Fernkampf aus. Scheint gut zu klappen, zumindest mal. Aber hier noch den Gold geht langsam leer. Scheiße, wir brauchen deutlich mehr Gold. Wir tauschen mal Nahrung gegen Gold aus. 10.000. Ah, das wird viel, scheiße. Steine haben wir aber viele. Machen wir mal 80.000 Steine. Das sieht gut aus. Hallo, könnt ihr mal... Muss man hier alles selber machen, oder was? Ich bin jetzt im Kotzen. Ich befürchte fast, wir müssten hier probieren, drum rumzukommen, irgendwie aus dem Ganzen. Wir sind ja hier relativ bedrängt. Also relativ wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kriegen hier eigentlich gut, durch eine gute Forschung hier die ganzen, wie heißt es, Treleten relativ schnell hoch für das Geld. Ressourcen haben wir ja auch genug. Verteidigungsstufe 6. Muss erstmal eigentlich reichen. Da könnten wir zur Rechnung eine Struppe und den hier ausbilden. Dann gehen wir da runter und das Lager von den Stimmen. Wir brauchen auch definitiv noch mehr Einwohner für mehr Einheiten zu erstellen. Deswegen schlage ich jetzt mal vor, machen folgendes: Wir bauen. Idee. Also, erstens, hier sind wir schon denen. Zweitens. Den können wir ein Stück nach vorne rücken. Idee. Wir nehmen von denen welche und von denen noch welche. Die erstmal hier stehen. So, und dann holen wir uns noch ein paar Bauern, nämlich mit hier oben auf dem Feld oder sonst wo. Da aus dem Feld nehmen wir uns mit. Die bauen uns einerseits mal hier noch neben das hier Rathaus hin. Nehmen wir die hier mit. Wir bauen nämlich hier oben noch Rathaus und Kaserne. Wir wollen uns mal links und links ein Stück aus. Auf der sicheren Seite sind in jedem Fall. So, Rathaus geht jetzt mal dahin, sicher teilbar. Stück Distanz. Wir haben wohl keine Kohle. Das ist zu gut. Das ist fast schon zu geil. So, dann bauen wir mit denen hier ein zweites Dorf hin. Dann bauen wir uns hier sehr breit auf. Hier ein paar Wohnhäuser drumherum machen wir mal. Hier so.
Da, so was. Und dann nehmen wir schön dieses popelige Dorf, bauen wir uns eine Kaserne hier oben hin. Dann bauen wir uns dann von hier aus, wie gesagt, nach links rüber zu dem, wie heißt es hier? Zu der Goldmine rüber. Heiler. So, hier so was. Hier gehen wir der Dinger erobern. Viel Spaß. Oh, kaputt, schade. Bauen wir uns die Zwischenplätze auf. Bauen wir uns die Artillerie-Depots hin. Die hier oben produzieren von denen welche und von denen welche. Hier kommt noch ein dahin. Oh, steht ein bisschen was. Sehe schon, wo ein Problem liegt hier. Mal gut. Oh. Ach nö. Was? Scheiße. Kosaken, kommt raus da. Scheiße aufs Gold. Ihr müsst mit Tempo mein Dorf erobern. Die Runde läuft über anders als geplant. Die läuft komplett falsch. Jetzt wackelt hier alles ab. Euer Ernst? Scheiße. Ich würde nichts vergessen. Alter, ganz ehrlich. Diese feigen Penner da unten. Jetzt erst drehen wir zu den neuen Dorf runter. Komm. So, ab da runter. Hopp, 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 hopp. Hier? Wo haben sie denn eingesperrt? Wissen die Leute? Ich glaube, wir rennen hier falsch, ich weiß es aber nicht. So, runter, runter, runter.